3, 2, 1. Boah, ich fuck, ist das gruselig, Digga. Du, also, ihr müsst jetzt mal überlegen. Wir sitzen jetzt hier entspannt irgendwie im Stream. Und er steht da halt einfach auf der Brücke bei 7 Grad mit einer Fackel, Badehose und springt irgendwo in irgendeinen Kanal rein. So, wir machen weiter. Gucken uns ein paar Seven vs. Wild Bewerbungen an. Und schauen jetzt mal bei den Freerunning-Schlappen rein. Die haben, sind ja mehrere Leute, die beim Kanal hier unterwegs sind. Und es gibt 2 Videos, wahrscheinlich auch 2 unterschiedliche Bewerbungen. Und wir starten einfach mit dem 14-Meter-Sprung in absoluter Finsternis. Let's go! Warnung, in diesem Video gezeigte Stunts wurden von professionellen Stuntleuten durchgeführt. Um eure eigene Gesundheit zu schützen, raten wir dringend davon ab, die gezeigten Stunts auszuprobieren oder nachzumachen. Alle Stunts wurden gründlich durchdacht und trainiert. Moin, oder was, und herzlich willkommen zu meiner 7 World. Oder was? Kennen wir die Brücke im Hintergrund oder hast du die immer an so Brücken auf Kanälen? Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Bewerbung. Mein Name ist Jan Lange, ich bin 25 Jahre alt und komme aus der wunderschönsten Stadt der ganzen Welt. Das ist nicht Anchorage in Alaska, sondern das ist Essen im wunderschönen Ruhrgebiet. Beruf. Erstmal geile Frise. Ich jage ich mich lieb. Aber was ist mit dem Schnurrbart? Wo ist der Pornobalken? Da muss ein Pornobalken her. Hä? Gern von hohen Sachen irgendwo runter, entweder auf Beton, auf Sand oder auch ins Wasser. Und wie das Ganze aussieht, damit wir hier nicht lang quatschen, zeige ich euch in einem kurzen Einspieler. Oder was? Viel Spaß. Ja! Es ist so eine Mischung aus so Parkour, Freerunning, aber auch ein bisschen Jackass, oder? Irgendwie finde ich es geil. Boah, mir wird's die Schulter wegfetzen, ich schwör's euch. Was ist das? Was war das denn gerade? Guck mal, das Ding ist doch hier, das Ding. Ist doch locker 3 Meter hoch. Er rennt jetzt hier an, macht einen Hechtsprung. Der ist hier 3,5 Meter, ist der in der Luft. Hä? Was? Kommt so auf! Auf die Schulter! Im Sand! Digga, Notaufnahme! Schulter war bei mir komplett im Arsch! Alles Gelenk raus! Wie geht das? Boah, würde ich auch so aufs Schienbein klatschen oder so, nur so einen halben Backflip machen und damit einen Kopf auf die Stange, Alter. Ich glaube, das haben wir gesehen. Stark. Alter, völlig irre. Aber wisst ihr, was mir bei den Jungs auffällt? Ich habe ja auch eine Zeit lang viel so Parkour-Kram verfolgt und sich auf Instagram irgendwie angeguckt. Und ich finde, viele so Freerunner-Parkour, ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist, haben so eine gewisse Ästhetik, so richtig, wie soll ich das sagen? Wisst ihr, wie ich das meine? So, die wirken so wie so fast im Zirkus, so richtig krass, athletisch, bub, volle Kontrolle. Und bei den Jungs habe ich das Gefühl, die machen das einfach irgendwie, kriegen es auch irgendwie hin, aber irgendwie schwingt da immer so ein bisschen so ein Jackass-Feeling mit, so, ja, ich klopp da jetzt einfach, drehe ich mich irgendwie bub. Das ist irgendwie so, weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll. So ein bisschen auf stumpf vielleicht, oder? Sehr so Skater-mäßig fast eher, ne? Das ist nicht so eine Eleganz, so eine Akrobatik, sondern es ist eher so ein bisschen stumpf. Ich klopp da jetzt lange und dann drehe ich mir jetzt dreimal im Kreis. So ein bisschen random Freestyle so, ne? Aber geil. Ja! Ihr habt es gesehen, manchmal geht es gut, manchmal geht es nicht gut und das Ganze schon seit kleinem Kindesalter an und immer mit einer Kamera dabei. Also es gibt für mich tatsächlich nichts Geileres, als eine Kamera in der Hand zu haben und irgendeine Madness zu erleben. Das heißt, ich filme in der... Was heißt Madness? Ich muss ein bisschen Englisch lernen. Mich auch bei anderen Sachen, nicht nur beim Parcours, sondern auch, wenn ich mal wieder ins Mikrofon reinschrei, wenn ich im Badeanzug durch die Londoner Innenstadt laufe. Verrücktheit? Aber was heißt dann sowas wie, er ist verrückt? Einfach nur mad als Verb? Echt? He's mad? Ja, ein bisschen im negativen Sinne wie verrückt durchgedreht, so, ne? Nicht als Verb, als Adjektiv. Gut, hast recht, ist ein Adjektiv, ist ein Wie-Wort und ist kein Tu-Wort. Ist richtig. Verrückt kann man nicht machen. Ist halt einfach auch kein Verb, ne?
komplett lost. Er ist mad. Okay, krass. Ja, okay. Wieder was gelernt. Wir haben auch einen Bildungsauftrag. Oder wenn ich nackt Fußball spiele. Was? Are you ready for the final? Oh, da hat er einen Schnubbi. Da ist der Schnubbert da. Let's go! Boah, stell dir mal vor, er würde so einfach da aufkreuzen. Euch. Einfach stumpf. Geil. Einfach geil. Ich mag aber auch tatsächlich, und das vermisse ich manchmal ein bisschen, so dieses, mache ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr, dieses einfache produzierte Gefilmte, so broadcast yourself, so wie YouTube halt angefangen hat. Du schnappst halt einfach so wie bei der Fahrradtour zum Beispiel eine Actioncam, machst dein Ding und dokumentierst es einfach. Nicht mit irgendeiner Produktionsfirma in High-End, ausgeleuchtet, Interview-Setting, ich gucke an der Kamera vorbei, blablablub, sondern einfach so losgezogen auf Vlog-Basis, so, das ist geil. Ich finde, es gibt so, dann gibt es noch diese Mischung davon, so wie ich es jetzt bei meinem letzten Hauptvideo gemacht habe. Wo ich da Bushcraften war, wo man sagt, okay, ich habe schon irgendwie große Kamera, Tiefenunschärfe, dies, das, aber bin ja trotzdem irgendwie solo-mäßig unterwegs und mache Broadcast myself, aber halt ein bisschen videoqualitativ hochwertiger. Ja, feier ich. Allmählich müssen wir jetzt aber auch mal Butter bei den Fische machen. Ja. Ich bin mittlerweile auf die 14 Meter hohe Kanalbrücke hochgeklettert. Mein absoluter Lieblingsspot hier in der Heimat. Und da kommt die Challenge fürs heutige Video ins Spiel. Und zwar meine Komfortzone ausschalten. Die wird schon automatisch ausgeschaltet, sobald es dunkel wird. Das heißt, da fühle ich mich nicht ganz so wohl. Und wo ich mich wirklich auch überhaupt nicht wohlfühle, ist, wenn ich in der Luft alles mitkriege. Das heißt, ich habe mich schon von 25 Metern mit einem Salto runtergejagt. Ich halte den deutschen Rekord für Stealth Diving. Aus 23 Metern quasi mit dem Bauch voran Richtung Wasser. Aber wenn es heißt, Alter, lecko mio, gerade von irgendwas ins Wasser springen, da ist bei mir komplett alle Glocken ausgeschaltet und da wird es eine richtige Challenge. Und das beides will ich heute kombinieren. Das heißt, gegen 23... Hä, wie, wenn er eine Kerze macht, das für ihn das Schlimmste? 20, 24 Uhr werde ich nochmal hier hochklettern, im Stockdunklen dann hier in den Kanal hechten, natürlich mit einer Kerze. Vielleicht habe ich auch noch eine Kerze in der Hand, damit ich ein bisschen was sehe, aber das schauen wir dann spontan. Jetzt gehe ich das Ganze erstmal trainieren, damit es nicht allzu fahrlässig wird. Bisschen Augen zumachen. Vom also er will mir erzählen, er macht einen Bauchklatscher aus 23 Meter gefühlt, wo er kurz vorher unten zusammen primiert seinen Körper und macht irgendwie einen Backflip aus 25 Meter, aber er hat Angst vor der Kerze? Hä? Bei 14 Meter die Kerze zu halten, ohne schief zu kommen, ist gar nicht so einfach. Ja, ohne Frage, ohne Frage. Der labert doch. Ich glaube nicht, dass er labert, weil so viel kranken Scheiß, wie der macht, glaube ich schon, dass der das ernst meint. Um 10er springen und gucken, was passiert. Wir sehen uns im Gruberbad. Ich bin im Freibad angekommen und habe mir zwei Utensilien dazu geholt, die das Ganze einmal simulieren. Allein schon die Arme. Blauer Fleck, Schürfwunde, Schürfwunde, hier unten ist irgendwas. Blauer Fleck, blauer Fleck, blauer Fleck. Da weißt du Bescheid. Wie das heute Abend in der Nacht aussehen könnte. Eins und für die doppelte Sicherheit zwei. Ette, zeigt er das hier wirklich? Er ist halt ein Charaktertyp, ne? Feier ich. Dunkel ist. Hast du schon was gemacht? Ja, ja. Ja gut, dann geht er damit hoch, einmal auf den Fünfer, einfach mal blind runterspringen, gucken, wie sich das verhält. Drei, zwei, eins und einfach mal rein, da oder was? Alter, war geisteskrank gruselig. Hier jetzt nochmal 5 Meter Höhe auf den Zehner. Fühl mir gar nicht. Aber siehst du im Dunkeln? Naja, du siehst schon ein bisschen was, oder? Würde ich sagen. Du siehst ja schon die Wasseroberfläche, Mond irgendwie scheint da, dies, das. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Wenn ich dran denke. Aber wenn ich überlege, ich stehe auf den Zehner und hab da wirklich die Augen verbunden vom Zehnerspringen, boah, da kommst du doch schräg. Oder nicht? Später aus 14 Metern in den Kanal reinzuhechten, da wird mir schwarz vor Augen. Da kommst du doch schräg. Weißt du? Weil du ja nicht mehr die Orientierung hast und gar nicht mehr ausgleichen kannst, oder? Na gut. Ich hab so geisteskrank Angst davor, das ist echt insane. Da komm. 3, 2, 1. Ah, rein in das Ding! Alter, Lack!
Dämmert mittlerweile, ich hocke ein bisschen im Wald und warte darauf, dass ich mich gleich endlich aus 14 Metern im komplett Stockdunklen jagen kann. Nach dem Sprung vom 10er habe ich dann nämlich irgendwie Bock drauf gekriegt, auch wenn es verdammt scary ist. In der Zwischenzeit erzähle ich euch einfach mal, warum ich mich eigentlich bei Seven vs. Wild bewerbe. Und zwar liebe ich die mentale und körperliche Herausforderung. Das habe ich schon sehr oft in meinem Leben gemacht. Ich bin mit meinen Jungs 90 Kilometer in 2 Tagen über Gran Canaria gewandert. Ich bin 60 Kilometer von Lüdenscheid nach Essen gewandert. 14 Kilometer auf Krücken um den Baldeneysee herum. Ich habe schon tausende Male draußen gepennt, ob auf Hoteldächern, irgendwo in... Geil. Was ist das? Ist das ein Schlafsack? Was ist das? Wo ist die Isomatte? In der Natur, bei Minusgraden, mit Matte, ohne Matte, mit Kopfkissen oder einfach nur einer Bierflasche hinter meinen Hinterkopf geschnallt. Bierflasche, Alter. Ist ja echt auch eine Bierflasche. Ich schreck vor nichts zurück. Das heißt, wenn mir beispielsweise auf Malta ein Angler als letztes Überlebensmittel einen lebendigen Oktopus reicht, kein Problem, rein ins Maul mit Rona schlucken und gesättigt sein. Genauso würde ich das auch gerne mit den Lachsfischen in Alaska machen. Genau. Der Typ ist komplett Fritter, Alter. Ich lieb's jetzt schon. Also gerne würde ich aber auch einfach mal einen Wiener Walzer mit einem Bären in Alaska tanzen. Das steht schon lange auf meiner Bucketlist. Es wird langsam dunkel und ich begebe mich jetzt zu Fuß Richtung... Madness. Komplett. Richtung Rote Brücke, um mich von 14 Metern runter zu hechten. Damit... Alter, diese Sprache schon. 14 Meter runter hechten. Wie ihr gleich seht, habe ich einen Strahler auf die Rote Brücke gerichtet. Es ist 0.41 Uhr. Es sind 7 mucklige Grad. Und irgendwie habe ich verdammt Bock. Zwar auch überhaupt nicht, aber... Hoch da, rein da, Jahre, und Mission abgehakt. Alter. Damit ich hier irgendwas sehe, habe ich mir was mitgenommen. So sehe ich zumindest, wo ich herlaufen muss. Ist das dumm, Alter, was? Hey, da unten ist der Strahler. Ihr meint, dass ich dadurch was sehe. Ich sehe wirklich überhaupt nichts. Ich sehe gar nichts. Nicht mal durch die Fackel. Die werde ich mit ins Wasser nehmen. Die GoPro auch. Und dann sehen wir uns unten im Kühlnass. 3, 2, 1. Boah, ich fuck, ist das gruselig, Digga. Beine zusammen. Du, also, ihr müsst jetzt mal überlegen. Wir sitzen jetzt hier entspannt irgendwie im Stream. Ihr habt Handy, Laptop, keine Ahnung was. Chillt euch gerade ein ab. Wir haben gerade übrigens 1.32 Uhr auf ganz entspannt. Und er steht da halt einfach auf der Brücke bei 7 Grad mit einer Fackel, Badehose und springt irgendwo in irgendeinen Kanal rein. Ist schon... Zusammen und rein. 3, 2... Ah, Digga, fuck. Das ist mir tatsächlich zu gruselig, jetzt hier die ganze Brücke zurückzulaufen. Deswegen schmeiße ich die Fackel jetzt weg und springe ohne. Jetzt hat er so lange gewartet, dass die Fackel ausgegangen ist. Ach du Scheiße. Komplett ins Leere. 3, 2, 1. Nee, ich trau mich nicht. Ich find's geil. Ich weiß nicht warum, ich feier's toll. Einfach rein jetzt. Drauf geschissen jetzt. Diese Selbstgespräche, oh, ich lieb's herrlich. Okay, komm. 3, 2, 1. Und jetzt aber mal rein da. Das ist dumm, Alter. Ja! Ja! Oh, leck mich fett, war das krank. Ja. Das war zu 100% der gruseligste Sprung, den ich jemals ins Wasser gemacht habe. Und das könnt ihr mir komplett so glauben. Fritz, ich freue mich auf Alaska, wenn du Bock drauf hast. Geiler Typ. Würde mich freuen. Tschö. Ah, ich hau mich in den Dreck, ey. Jan ist das. So, wir machen eine Abstimmung. Ja oder nein. Mit Begründung, Leute, mit Begründung. Umfrage beginnen. Let's go, Ergebnis ansehen. Okay, cooler Typ, sympathisch, man kann sich unterhalten, sehr unterhaltsamer Typ. Ja, mega unterhaltsam, aber das Sicherheitsteam wird bestimmt kein gutes Gefühl haben. Der ist wie Otto, der die Wildtiere sucht, aber eben die Wish Edition. Der ist ein Original, ja, weil super Typ, geiler Typ, geiles Video, aber denke nichts für Seven vs. Wild. Der Typ hat einfach ein Pottherz, der muss drin sein, feier den. Ja, einfach weil er aus dem Pott ist. Ja, einfach nur, ja, wie geil. Es braucht mehr Ruhrpott bei Seven vs. Wild. Wenn er sich den Bart wachsen lässt, dann ja. Charakter, der das Potenzial mitbringt zu entertainen. Definitiv, das wird witzig mit ihm. Ich habe etwas Angst, dass er sich mit seinem Partner in Gefahr bringt. Unterhaltsam und netter Typ, geiler Typ, passt mega ins Format. Pornobalken ist ein Muss. Boah, krass, ey. 90% für ja. Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall damit einer der Top-Bewerbungen, würde ich sagen, oder?
Also alles über 90 ist immer schon mal stark. Ich weiß nicht, Affe auf Bike, wie viel sie damals hatte. Aber 90%, ja, ist auf jeden Fall schon mal eine krasse Ansage, ey. Auf jeden Fall danke für deine Bewerbung. Hat mir auch gefallen, war super unterhaltsam, geiler Typ. Mega witzig, völlig krank. Madness. Geil. Schaut auf jeden Fall gerne bei Freerunning-Schlappen vorbei, generell, wenn euch hier sowas interessiert, ne?